Killers of the Flower Moon, das neueste Filmprojekt, in dem Leonardo DiCaprio mitwirkt und von Martin Scorsese inszeniert wurde, feierte kürzlich eine aufsehenerregende Premiere beim renommierten Filmfestival in Cannes. Es ist bereits 4 Jahre her, seit DiCaprio in Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood auf der großen Leinwand zu sehen war, und die Fans waren gespannt darauf, den Oscar-Preisträger endlich wieder in Aktion zu erleben. Der Film Killers of the Flower Moon beeindruckte das Publikum in Cannes mit seiner beeindruckenden Laufzeit von fast 3,5 Stunden. Anstatt Langeweile aufkommen zu lassen, sorgte das epische Western-Drama für eine euphorische Stimmung im Saal. Berichten zufolge erhielt der Film eine 9-minütige Standing Ovation, die als der längste Applaus für einen Film während des diesjährigen Filmfestivals an der Côte d'Azur gilt. Diese herzliche Reaktion des Publikums bestätigte die hohen Erwartungen an das Werk von Scorsese und DiCaprio. Der enorme finanzielle Einsatz von Apple für dieses Prestigeprojekt scheint sich auszuzahlen. Berichten zufolge investierte das Unternehmen rund 200 Millionen US-Dollar, um den Film zu realisieren. Dies dürfte eine große Erleichterung für Apples Film- und Fernsehabteilung sein, die darauf hofft, mit Killers of the Flower Moon einen weiteren Erfolg auf ihrer Streaming-Plattform Apple TV Plus verbuchen zu können. Nach mehr als 6 Jahren der Entwicklung und Vorbereitung soll der Film im Herbst dieses Jahres schließlich für das Publikum verfügbar sein. Die Grundlage für das Drehbuch von Killers of the Flower Moon bildet das gleichnamige Buch von David Brann, das 2016 veröffentlicht wurde. Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Buches begannen DiCaprio und Scorsese mit der Planung des Films, der nun endlich Gestalt angenommen hat. Die Geschichte des Films spielt in den 1920er Jahren und beleuchtet ein düsteres und leider reales Kapitel der US-Geschichte. Nachdem große Ölvorkommen unter dem Land der Osage-Ureinwohner entdeckt wurden, wurden in dieser Zeit mehrere Mitglieder des Stammes brutal ermordet. Die Handlung des Films konzentriert sich auf die Ermittlungen zu diesen mysteriösen Morden und deckt dabei Korruption und Verschwörungen auf, die die Gemeinschaft der Osage tief erschütterten. Neben DiCaprio und Scorsese ist auch Robert De Niro, eine weitere Ikone des amerikanischen Kinos, Teil des hochkarätigen Casts von Killers of the Flower Moon. Die beiden Schauspiellegenden haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich zusammengearbeitet und gemeinsam Filme wie Departed, Unter Feinden, 2006, und Der Wolf auf Wall Street 2013, geschaffen. Eine weitere bemerkenswerte Besetzung des Films ist Lily Gladstone, die eine Rolle als Osage-Ureinwohnerin spielt und mit DiCaprios Charakter verheiratet ist. Ihre Präsenz auf.